So, komm, über was soll ich überhaupt reden? Hey, was geht ab, Leute? Hallo! So, guten Abend. Ich möchte so richtig wie ein Fernsehreporter aussehen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich bin der Ben. Ich bin Hausmeister hier und heute ist meine Spätschicht. Endlich ist es vorbei. Hi, ich bin Bao. Ich bin der Basti. Ich bin Mary. Stefan. Ich bin Amaya. Ich bin Dennis. Ich bin Silas. Okay, ich bin Nico. Ich bin Jill Miguel. Wir gucken auf 2021, wie ich Auto fahre. Der ging lange. Wir hatten irgendwie insgesamt 10 Monate zu, ne? War da nicht irgendwas mit Corona? Ich weiß es nicht mehr so genau. Das habe ich gefilmt, hey! Hallo, ich bin der Ben. Ich bin 18 Jahre alt und ich bin Alkoholiker. Aber ich habe aufgehört mit Trinken. Ich bin trocken. Hast du gefühlt? Nein. Dieser Stuhl, gell? Aber diesmal macht das nicht. Ich habe ein Kind bekommen. Ben hat geheiratet, hat ein Kind bekommen. Ist doch so. Ich war hier im Studio und habe so getan, als würde hier ein Betrieb stattfinden. Waren wir uns alle gegenseitig seelische Betreuer und haben uns unser Herz ausgeschüttet. Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht mal mehr erinnern, was ich gestern gegessen habe. Wie soll ich denn jetzt zu dem Lockdown recappen? In Wirklichkeit hatte ich einen riesen Haufen Gemüse und habe einfach nur daheim gehockt. Gemüse geschält. Und hab einfach gezockt, Mann. Wie gesagt, ich habe eigentlich fast die ganze Zeit weitergearbeitet, weil die Bookings schlafen nie. Ich habe gefühlt jeden Tag dasselbe gemacht. Tattoos auf Twitch etabliert. Tattoo-Stream mit Antonia, Reefed gemacht. Da war Henke noch am Start. Das war cool. Das war doch der Stream, wo plötzlich das Studio voll war, oder? Das war das erste Mal, dass ich einen Stream machen durfte mit jemandem. Deswegen war ich auch sehr nervös. Also was bei den Tattoo-Streams schon cool war, war die Atmosphäre, die wir hier im Studio hatten. Es ist, wie viele Tattoos habe ich gestochen? 8 oder so, glaube ich. Ich habe auch tätowiert an dem Tag, Mann. Ich habe Sascha tätowiert. Da war ich dabei. Da habe ich den Henke. War das war aber nach dem Lockdown. Boah, das war ja mega cool hier. Da kamen ja super viele Leute rein. Da haben wir zum ersten Mal Sascha wirklich gesehen, gell? Ich habe Anni tätowiert. Der Stream war auch auf jeden Fall sehr, sehr nice. Boah, ich habe ihr ein Schmetterling, so Sketch, aber wirklich so wackelige Linien, Medusa. Aber allgemein unsere Twitch-Auftritte, wo dann gesagt haben, ja, die sind wegen Twitch hergekommen oder aufmerksam drauf geworden. Da waren wir im Saturn, war das doch das Hauptquartier. In Köln wurde Henke von Bliad tätowiert. Bliad? Ich erinnere mich, wie Slavik mich tätowiert hat. Tat weh, aber war geil. Ich hab kein Geduld, ich hab so ADHS, Digga. Deswegen bei mir ist schnell. Mega stabil. Zweite Karriere gestartet, bin Rapper geworden. Ja, AJ macht Mucke jetzt. Ach stimmt, ist es auch in diesem Jahr passiert. In so einem Club hier in Stuttgart, den haben wir auch richtig gut geschossen, weil einfach Lockdown war und jede Location war froh für den Dreh und wir haben ein Bombenvideo draus gemacht. Marboy Ajotjens Debüt ist rausgekommen, voll gehackt. Ist halt dann richtig abgegangen, klar. Er hat es einfach immer gelebt, er hatte immer Bock da drauf. Deswegen freut es mich auch, dass er das jetzt endlich mal professioneller verfolgt hat. Ja, ich feiere das, was er macht und er lebt es auch. Ich war sogar in einem Video dabei. Ich bin auf jeden Fall stolz auf ihn und ich feiere extrem, was er macht. Man muss sagen, Pop Smoke ist doch noch ein Ticken besser wie er. Jetzt auf Spotify streamen. Bruder, ich bin voll gehackt. Das ist mein Leben. Bro, das Mille-Video, das war nice, Mann. Mega cool. Ich schaue es mir immer noch an. Boah, was für ein Aufwand das war. Wir haben irgendwie 3 Tage gedreht. 2020 gedreht. Nur released wurde das 2021. Wie hieß das nochmal? Das Mami, I'm sorry Video. Übel nice geworden. Oh mein Gott. Als ob das dieses Jahr war. Wow, das kommt mir schon vor, als wäre es so ewig her gewesen. Wir haben dieses krasse Video auf, was war das, 16 mm? Auch wieder Level gesetzt, ey. War ein fettes Video. Ich habe meine Nike Max nicht verkauft. Ich möchte sie auch nicht verkaufen. Zeige ich irgendwann mal meinen Kindern und bin so, guck mal, wie cool eure Mama ist. Sorry, Mommy.
Niki, wir haben ein neues Studio aufgemacht in München, Maximilianstraße. München hat dieses Jahr aufgemacht und wir sind auch super zufrieden mit München, auch mit den Bookings. Es läuft eigentlich alles so, wie wir es geplant haben. Echt? Erst seit Anfang des Jahres? Guten Start gehabt, läuft heute noch sehr gut, da sind wir alle froh drum. Da haben wir auch schon Gast tätowiert. Mein Geburtstag! Boah, AJs Geburtstag. Das ist viel passiert, ja. Ja, stimmt. Bist du von daheim bis zum Studio mit dem Ding gefahren, ja, mit der G-Klasse? Ich muss dazu sagen, es war mit einer meiner Highlights dieses Jahr, weil die ganze Crew am Start war. Wir hatten super, super viel Spaß. Wir waren gut essen. Wir haben danach noch ein People gefeiert. Hört nicht auf das, was AJ jetzt dann gleich erzählt, was passiert ist. Meine Seite ist die Wahrheit. Mary hat ein Glas an meine Stirn geworfen. Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er mit dem Kopf so runter und hat das Glas zertrümmert mit seinem Kopf. War zu dem Zeitpunkt an einem anderen Tisch und habe mich mit Leuten unterhalten. Und ich bin zurückgekommen und er hat geblutet. AJ, Mary hat AJ irgendwie eine Flasche oder ein Glas ins Gesicht gedrückt. Dann hat er eine Schnittwunde gehabt. Ich habe dann zu ihm gesagt, ich so, guck mal AJ, ich bin voll dankbar für alles. Und er wollte sich so ein bisschen verbeugen, aber unter ihm stand das Weinglas. Und das Weinglas zerbricht einfach. AJ hat einfach eine fucking gefühlte Platzwunde an seinem Kopf, aber vorne. Vorne einfach. Er hat einfach dem Glas High-Five gegeben mit dem Kopf. Ich war natürlich die ganze Zeit komplett nüchtern, so wie man es von einer verantwortungsvollen Person halt erwartet. 9 von 5. Ich habe mein Eistee gesippt, weil ich keinen Alkohol trinke. Erstmal war am betrunkensten. Warte. Das habe ich ausgenommen. War ich auf dem Weg nach Hause? Und er dachte, er läuft ganz geradeaus und ich laufe hinter ihm. Ich konnte nicht mehr. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. First you gotta find me. Paris, Alter. Hey. What up, say? Yeah, now I rap the O. It's Disneyland. Also der erste richtig große Teamausflug mit allen. Nico hätte uns ja ein paar Mal fast umgebracht während der Fahrt. Aber genießen, dass ich 9 Stunden lang Auto fahre, gell? Das Geschrei im Auto los. Nico, du Genie. Fahr doch rum. Ich kann ihn nicht wenden, da ist eine Schranke. Du kannst doch da wenden, Bruder. Wäre er kein Tätowierer geworden, wäre er vielleicht irgendwann Formel 1 Pilot geworden. Silas, blockiert einfach. Bleibt einfach stehen, mitten auf der Straße. Hey, pass mal auf, ich kann einparken. Ich parke blind. Sind gegangen. Ihr dürft einfach nicht auf die Leute hören. Ich parke super. Ein paar Props an Sarah loswerden, die das Hotel gebucht hat. Das war das schlechteste Hotel, was man je hätte bekommen können in Paris. Er hat für uns gebucht. 3 Zimmer zu wenig. Ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass nicht mal Seife im Waschbecken war. Und kein Handtuch zum Abtrocknen. Das war schon reu. Das Hotelzimmer war sehr schlicht. Ich will nicht über das Frühstück reden, ehrlich gesagt. Das war schon so, ging Richtung Knast. Die hatten so einen Arcade-Room mit lauter Spielautomaten. Und das war natürlich die Hauptattraktion. Eigentlich brauchten wir gar nicht mehr in Disneyland reingehen. Spielraum. Da haben wir bestimmt 1000 Euro dort ausgegeben. Boah! Und ihn komplett auseinandergenommen. Alkohol ist nicht gut. Wir haben, glaube ich, einen guten Eindruck hinterlassen. Ich war nur kurz weg, komm zurück und dann war alles fertig. Wir haben eine riesige Fastlane-Rechnung gehabt. 14 Euro! Das ist ja ein Schnäppchen. Sehr, sehr lustig. Aber Disneyland war schon sehr, sehr lustig. Das hat auch, also wir waren auch, was waren wir, 30 Leute? Das war, glaube ich, die coolste Crew, die wir hätten am Start haben können. Und ich glaube, wir haben es alle hart gefeiert. Ja, weißt du, wie viel los hier im Studio war jeden Tag? Im Monat November wird als der schwierigste in die Historie von Mami I'm Sorry eingehen. Nee, 2 Wochen lang waren die Koreaner da. Boah, das war mega. Ich auch tätowieren da von Ink Traveler auf den richtig was los, die sind so krass. Liebe Leute, haben uns echt gefreut, dass sie mal wieder da waren. Normalerweise haben wir Plätze für so 12 Tätowierer und da einfach nochmal 10 dazu. Es wurde hier sehr schön dekoriert von Stefan, Mary und Silas. Habe ich jemand vergessen? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe die Rechnung für die Weihnachtsdeko gesehen und ich habe die Weihnachtsdeko gesehen. Da ist so eine Diskrepanz dazwischen. Ich habe von Nina so ein Nike-Bild bekommen mit Nike-Designs und Firmengeschichte und Kippen, ein Aschenbecher, ein Yoga-Buch. Viel Wein. Was soll ich sagen? Ben, schmeckt's? Warte, lass mich kurz schneiden. So cool, ey, wir waren essen, das Essen war so mega. Da gab's irgendwie so Schaum, keine Ahnung, wie die heißen.
und es war sehr, Mary war so betrunken. Ich werde unwahrscheinlich oft darauf angesprochen, wie das Essen auf der Weihnachtsfeier war. Essen war super, mega geil gegessen. Und ich habe LG dicht gesehen, das muss ich noch dazu sagen. Als ich gegangen bin, war er noch dichter als ich. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ihr habt ganz viele Plätzchen gegessen. Hier, was isst man an Weihnachten? Käsefondue? War ein wildes Jahr. Ich hab Bock auf Urlaub, Mann. Nächstes Jahr, same place, same time. Guten Rutsch ins neue Jahr. Einen schönen Rutsch ins neue Jahr 2022. Hey, gönnt euch doch einfach mal ein bisschen Ruhe, Mann. So. Ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Jahr, dass ihr verdammte Axt gesund bleibt. 2021 war so ein tolles Jahr. Ich wünsche euch allen ein wundervolles neues Jahr 2022. Frohes neues Jahr. Allen guten Rutsch. Leute, guten Rutsch. Nicht vergessen zu liken, subscriben und diese Glocke zu aktivieren. Ich gehe nach Hause, mein Urlaub fängt an.